Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich habe wieder ein bisschen umgebaut. Zum Beispiel hat das Kürbisfeld hier jetzt einen Kürbisverkäufer, im wahrsten Sinne des Wortes. Heißt also, wenn der Carsten dann mal irgendwann nicht da ist, dann verkauft er hier halt die Kürbisse. Dann habe ich hier noch den Weg zum Kürbisfeld etwas angepasst, wie ihr seht. Also ein bisschen Hecke überall hingepackt, mehr Bäume und nice Äste. Die verkaufe ich den Kindern als Pieksmaschine, die lieben das. Und ja, ich weiß, der Schneemann steht noch etwas ungünstig. Danke für die Schneeflocke übrigens. Aber der schmilzt ja eh bald. Warte mal, ich werde bald sterben. Also alles halb so wild. Weiter geht's. Warte mal jetzt, ich hab dir gerade die Schneeflocke gegeben. Also hier haben wir dann auf jeden Fall die neue Location für den Steinkreis. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber immerhin besser, als wenn die Steine jetzt random über die Insel fliegen. Hallo Carsten übrigens. Na, jedenfalls soll es aber heute um was ganz anderes gehen. Und zwar um diesen Platz hier. Das ist jetzt der neue Platz für meine Erinnerungsuhr. Ich hatte da heute Morgen nämlich einen Anruf bekommen. Ja, Dizzy am Apparat? Oh, falscher Knopf. So, hallo? Hallo, Dizzy. Hallo, kannst du mich hören? Ja, mein Meister. Sehr gut, ich habe da nämlich eine Aufgabe für dich. Zerstöre die alte Erinnerungsuhr, hast du verstanden? Ja, mein Meister. Na dann los. Tja, und genau deswegen habe ich jetzt hier oben eine neue Erinnerungsuhr hingebaut. Das Doofe ist, die alte Uhr steht unten links noch. Das heißt, die müssen wir jetzt erstmal abreißen. Also, kommt mit! Appare! Oh, ups, so war das eigentlich nicht geplant. Da habe ich wohl aus Versehen die alte Uhr zerstört. Lol. Ich räume das mal lieber weg, bevor noch irgendjemand mit mir meckert. Das ist ja wirklich überall hin explodiert. Peinlich. Und diese Wasserflächen müssen natürlich auch noch weg. Aquamenti. Na bitte, geht doch. Gleich viel besser. Aber jede Wasserfläche einzeln zu verzaubern, dauert ja ewig. Ah, ich kenne doch noch einen besseren Zauberspruch. Aqua Lumpur. Oh was, es hat geklappt. Ich kann es nicht fassen, dass das wirklich funktioniert hat. Juhu. Wie geil. Was? Viel zu wild. Ich meine natürlich Kinderspiel. Ich muss auf jeden Fall gleich dem Meister davon berichten. Das hast du sehr gut gemacht, Dizzy. Ich bin stolz auf dich. Yay, danke, Meister. Ach, das war doch spaßig heute. Und jetzt zur Belohnung etwas Fernsehen gucken.